Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder ein Raritäten-Unboxing. Und zwar dieses Mal sind hier nochmal geilere Sachen bei als bei den letzten beiden Unboxings. Nämlich haben wir hier fast ausschließlich Sachen von 1990. Es gibt auch ein paar Artikel, die sind von aus den 80ern noch, ne? Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist hier alles drin, was das Sammlerherz begehrt, das Raritätenherz. Hier in dem ersten Paket, ich habe die Pakete schon mal geöffnet, damit es schneller geht, guckt uns das Nico Crash Sortiment an. Sogar zwei Stück davon, eins wird getestet und das andere, hoppala, wird gezündet, sehr wahrscheinlich. Ich finde mal, die D-Böller, die sind richtig hart. Ich schiebe die Sachen mal dahin. Sind die auch so hart? Ja. Sehr, sehr schönes Sortiment. Hier mit dem Buchcover. Dann Verpackungsmaterial. Ah! Ich halte es mal kurz in die Kamera. Hier haben wir jetzt noch Packet Cracker. Eine Packet Cracker Matte von FKW Kellerfeuerwerk mit dem Pinselstrich-Logo. Sind so um die 2000. Dann haben wir hier eine Fontäne von Feistel. So, ich zeig's mal kurz. Hier sieht man das. Ja, die Kamera fokussiert nicht, ist auch egal. Die Goldrausch-Fontäne von Feistel Feuerwerk. Dann haben wir hier noch einmal Nico Feuerringe mit dem 3-Sterne-Logo und einen Komet Schwärmer. Vielleicht fokussiert die Kamera ja da. Ja, so halbwegs. Und damit wäre das Paket auch schon leer. So, und jetzt kommen wir zu weiteren geilen Artikeln. Ah. Die wirklich was für mich sind. Denn, wie vielleicht viele wissen, ich bin totaler Veko Corsair-Fan. Und hier müssten Sachen mit Veko Corsair-Label drin sein. Erstmal Verpackungsmaterial und noch mehr. Ah, komm. Ich höre jetzt meinen ersten Batzen hier raus. Oder warte. Ich höre mal beide Batzen hier raus, die mich da so angucken. Und diese kleinen Paketchen hier. Davon öffne ich mal das kleine Paketchen hier zuerst. Gucken wir mal rein. Ja, ein Jahr später. Ah, hier haben wir vom Veko Feuerwerk mit dem Corsair-Label China-Knaller. Nämlich mit dem alten Warenzeichen hier oben. Oh mein Gott, Kamera hier. Mit dem alten Warenzeichen oben, altes Warenzeichen in der Fahne. Und das alte Warenzeichen unten auch nochmal. Die sind also aus den 90ern und das alte Warenzeichen ist auch auf den Böllern zu sehen. Sehr, sehr schön. Die werden auch noch getestet, logischerweise. Oh, das nächste Paket. Ah, hier sieht man es. Mit dem zweitältesten Corsair-Cover, was es so gibt. Nämlich den blauen mit den Piraten. Das hier sind Mini-Knaller. Natürlich ist das alte Warenzeichen auch hier drauf. Hier ist noch eins in Folie eingepackt. Perfekt, dann ergibt sich ja, welches ich sammeln werde und welches ich verschießen werde. So. Dann werde ich hier nochmal was öffnen. Ein weiteres Paket. Hier haben wir einmal ja, so gut wie aktuelle und die Scheißteile rieseln. Toll. Egal. Hier haben wir ziemlich aktuelle Superbilder 2. Nur das einzige, was etwas älter ist, ist die Bumpy 2 Nummer. Und dann haben wir hier zweimal Superbilder 2. Diesen Steinhart mit dem alten Cover, mit dem alten Logo hier oben in der Fahne. Ansonsten ist da auch alles aktuell dran. Ich bin überhaupt nicht angetan davon, dass sie so in so einem ranzigen Zustand sind, aber naja. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Paket. Hier sind wir wieder mit dem Corsair Cover welche und zwar dieses Mal tatsächlich wieder älter, aus den 90er Jahren. Hier sieht man nämlich das Übergangs... Boah, diese Kamera regt mich so auf. Hier sieht man das Übergangslogo. Ich hoffe, ihr seht das auch. Übergangslogo 90er Jahre. Dann haben wir hier das alte Warenzeichen erfahren. Und hier oben das alte Warenzeichen, das ist ein Superbüller 2. Boah, die sind steinhart. Das haben wir insgesamt dreimal so.
Klamotten lege ich auch mal direkt hier hin. Ah, nicht fallen. So, dann neigen wir uns schon dem Ende. Nämlich haben wir hier noch zwei Artikel, nämlich einen Thunder Kong Max. Vielleicht interessiert den einen oder anderen, wie viel Gramm NEM der jetzt hat. Der hat... Wie viel NEM hast du? Ja, das ist nicht zu sehen, weil diese... Die NEM ist überwickelt worden. Naja, egal. Und dann haben wir hier noch einmal Knallfrische von Kellerfeuerwerk. Und zwar ganz aktuelle, denn die sind von Komet Feuerwerk GmbH hergestellt worden. Ja, hoppala. Dann würde ich mal sagen, das wär's. Das hier sind die Artikel. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal in der Gesamtübersicht zeigen soll, das ist ja sehr überschaubar. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir wie immer gerne einen Daumen nach oben geben. Hier werden noch viele Tests folgen, wirklich. Das wird richtig geil. Unter anderem werde ich ich habe ja das D-Böller, China-Böller D-Veco mit Corsair-Cover Evolutionsvideo gemacht, wo ich drei Generationen D-Böller verglichen habe vom Veco Feuerwerk in drei verschiedenen Altersklassen. Und das werden wir auch hier mit den Superböller 2 machen, allerdings dieses Mal in fünf Altersklassen. Ich habe hiervon nochmal ältere, die mit dem alten Warenzeichen auch hier unten. Dann habe ich hier, haben wir diese hier mit dem Übergangslogo. Dann haben wir die hier mit dem alten Warenzeichen der Fahne. Dann haben wir hier noch welche mit BAM P2 Nummer. Und dann werde ich auch noch welche mit BAM F2 Nummer holen. Und dann haben wir es, ja, dann haben wir die ganze Produktpalette quasi durch. Deshalb freut euch auf neue Videos, Leute. Ja, ich wünsche euch hiermit noch viel Spaß in der Vorfreudezeit. Wie immer könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Über Kommentare und Kritik freue ich mich auch wie immer total. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren übrigens, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Haut rein, Leute, und bis dann. Get down to the B-side.